Jetzt! Los, zurück! Zurück! Waffen fallen lassen, sonst schieße ich! Nochmal! Waffen fallen lassen! Sofort! Geht's dir gut? Nur ein paar Kratzer. Verdammten Idioten! Du wurdest getroffen? Halt durch, Kleine. Ich seh's mir an. Nichts. Gehen wir. Wir konnten nicht zurück, Panam. Sie haben sich neu formiert, Raketen und so einen Scheiß geschossen. Ich hab alle verloren. Alle? Scorpion, ist der hier? Mitch? Mitch! Es geht ihm doch gut, Panam, oder? Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Nein! Nein! Bist du dir sicher? Nein! Scorpion und deine Leute. Tut mir leid, dass wir nicht eher hier waren. Das waren gute Menschen. Die Besten. Sie hätten hier nicht sterben müssen. Ich hätte ihn aufhalten müssen. Ich hab's versucht. Er hätte auf dich auch nicht gehört. So war er schon immer. Verdammter Sturkopf. Ich nehme mal an, ihr wart für den AV hier draußen. Die Frage ist bloß, warum? Alles okay. Brauchst du irgendwas? Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast. Tut mir leid um eure Leute. Aber ich muss weiter. Warum seid ihr direkt zum AV? Habt ihr die Kennzeichnung nicht gesehen? Wir haben gesehen, dass er beschädigt war und wo er abstürzen würde. Nicht, dass er Kang Tao gehört. Ich dachte, die Leute brauchen vielleicht Hilfe. Und schlimmstenfalls gibt es was zu plündern. Hab mich ganz schön geirrt. Ich brauch den Mann, der im AV war. Weißt du irgendwas? Hast du was gesehen? Wir haben ihn mitgenommen. In unseren Autos. Wohin? Nach Westen. Kleine Einheit. Der Geleitschutz des Passagiers. Sie wollen sicher die Zentrale erreichen. Also habt ihr den elektromagnetischen Impuls ausgelöst? Ja. Wir wollten euch warnen. Hatten aber keine Verbindung. Wenn sie eure Autos genommen haben, können wir den Reifenspuren folgen. Ich verfolge sie. Bleib du bei Mitch. Ich regel das. Ich komme mit. Ich habe versprochen, dir zu helfen. Außerdem haben diese Wichser Scorpion getötet. Das werden sie noch bereuen. Diskutieren bringt bei ihr nichts, Vee. Lass es. Geht. Ich rufe meine Leute an. Wir kümmern uns um das hier. Wir lassen dir mein Auto hier. Zur Sicherheit. Aber Vorsicht, die Knarre klemmt manchmal. Wir nehmen die Motorräder. Klingt gut. Kang Tao hat den Kontakt zum AV verloren. Sicher suchen sie nach ihm. Beeilt euch. Aber Panam... Was? Du kommst zurück für deinen Thorn, oder? Versprochen. Dann mal los, bevor das Rettungskommando kommt. Scorpion und die anderen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ehrlich, ich helfe dir, dich an Kang Tao zu rächen. Ich werde sie vernichten, Vee. Bis auf den letzten Schuss. Wir stecken hier zusammen drin. Bis zum bitteren Ende. Weißt du was, Vee? Du bist in Ordnung. Du hast mir mit Nash geholfen, mit Mitch. Ich weiß, ich stehe in deiner Schuld. Deinen Hellmann. Ich werde ihn finden. Ah, also willst du nur nicht, dass ich bei dir in der Schuld stehe? Nein. Nomaden stehen füreinander ein. Oh, bin ich jetzt einer von euch? Du bist drin, Vee. Los, hoffentlich sind sie nicht weit gekommen. Werden wir sehen. Die Reifenspuren fangen hier an. Folgen wir ihnen. Ja, die waren hier. Dann nichts wie hinterher. Er dich? Wahrscheinlich besser als ich mich selbst. Er meinte, sobald ich die Stadt satt habe, drücken wir uns mit Kittel ein. Ein paar Thermoskannen mit Kaffee und Whisky. Und dann fahren wir einfach los. Mit von an. Klingt nach einem echten Abenteuer. Ich sehe dort bröckelige Zement und Rost. Wenn sie hier verfolgt werden wollten, war das sicher ein böses Erwachen. Genau so! Mach dich fertig! Das ist für meine Feinde, ihr Arschlöcher!
Terroristen zu tun. Pass auf! Gehst du in die Luft oder was? Komm raus! Und die Hände da! Der Rest muss Hellmann mitgenommen haben. Das waren alle. Dann sollten wir uns beeilen. Ein paar sind an der Landebahn geblieben. Der Rest ist mit Hellmann mit. Sicher sind sie unterwegs zu ihm. Keine Sorge. Was denn? Wahrscheinlich halten sie Hellmann dort fest. Okay, ich gebe dir Deckung. Ich bin drin. Nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Was zum Teufel machst du hier? Das ist meine Tankstelle. Mein Name ist Marty. Diese verdammten Anzüge sind reingestürmt, als wäre das ihr Laden. Haben alles genommen und mich hier eingesperrt. Scheint dich nicht zu beeindrucken. Nicht mein erstes Mal. Wenn sich der Staub gelegt hat, verschwinden die Probleme so oder so. Und ich? Ich klopf mir den Staub ab und gehe zurück an die Arbeit. Sie hatten einen Mann dabei, den ich suche. Zivilist, du musst ihn gesehen haben. Bin ja nicht blind. Wo halten Sie ihn fest? In der alten Garage. Wahrscheinlich in der oberen Etage. Danke. An deiner Stelle würde ich eine Weile hierbleiben. Das habe ich auch vor. Ich weiß, wo Sie Hellmann festhalten. Ich gehe rein. Okay, ich gebe dir Deckung. Wer schickt dich? Hey, ganz ruhig. Wir müssen reden. Hey. Yorinobu Arasaka? Willst du mich zurückbringen, oder? Die erbärmliche Ratte kann sich nirgendwo mehr verkriechen. Keine Rettungsringe mehr. Stopfe ihm endlich das Maul. Kein Fan, vermute ich. Er ist auch nicht gerade ein Fan von dir. Der Pisser weiß gar nicht, vor wem er mehr Angst haben soll. Vor dir oder Arasaka? Nimm's nicht persönlich. Du wolltest doch Takemura informieren, wenn du Hellmann hast. Ja. Sekunde, ich rufe ihn an. Aber denk dran, du hast Hellmann. Das ist ein fettes Ass im Ärmel. Versuch, was damit zu erspielen. Takemura hat mir das Leben gerettet. Schon vergessen? Weil es für ihn von Vorteil war. Reine Eigennützigkeit. Du kümmerst ihn einen Scheiß. Installation auf eigene Gefahr. Takemura, gute Nachrichten. Ich hab Hellmann. Lebend? Was hat er gesagt? Natürlich lebend. War nicht gerade sonderlich gesprächig. Ich bringe ihn ins Sunset Motel. Ich bin unterwegs. Behalte ihn dort, bis ich ihn treffe. Verstanden. Bis dann. Bring ihn besser irgendwo hin, wo ihr in Ruhe reden könnt. Ja. Glaubt, deine neuen Schumbas sind da. Ist er das? Das ist er. Bring ihn raus. Wirf ihn aufs Motorrad. Nicht bewegen, okay? Die Kavallerie ist da. Mitch hat ein paar Aldecaldos gerufen. Alles sicher. Uns hat niemand auf der Straße gesehen. Aber wir sollten trotzdem verschwinden. Was hast du mit ihm vor? Ist eine lange Geschichte. Wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann erzähl sie mir wann anders. Hier ist alles erledigt. Alles sicher. Hab gehört. Mitch verdankt ihr sein Leben. Wie und Panam. Die beiden haben meinen Arsch zusammengerettet. Ich hoffe, er war es wert. Saul, ich habe versucht, Scorpion zu warnen, aber er... Vielleicht kann ich irgendwie helfen?
Ich glaube, du hast genug getan. Ich wollte ihn aufhalten. Na klar, dreh dich einfach um und scheiße auf alles. Darin bist du ja der Beste, nicht wahr? Hör zu, das war wirklich nicht Panams Schuld. Pass auf, du und ich, wir sind keine Freunde. Außerdem hat ja noch nie jemand irgendwen beschuldigt. Ja, klar. Panam hat mir nur geholfen. Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre der AV nicht abgestürzt und Scorpion und seine Leute wären nicht hingefahren. Das ist die Wahrheit, Saul. Ein alter Kaldo ist immer für sich und seine Leute verantwortlich. Die Umstände ändern absolut nichts daran. Vielleicht sollte Panam sich fragen, ob sie noch ein alter Kaldo ist. Scheiße, verdammt. Mach dir keine Sorgen wegen Saul. Der kriegt sich schon wieder ein. Ist mir sowas von egal. Du bist ihm aber nicht egal, Panam. Als er gehört hat, was passiert ist, hat er uns befohlen, euch zu folgen. Er hat sich Sorgen gemacht, dass dir was passiert. Er hat das... Hört zu. Vielleicht versteht ihr euch gerade nicht. Aber du gehörst zur Familie. Und Saul würde alles für die Familie tun. Ich frag mich halt, ob ich echt noch zur Familie gehöre. Hey, das weißt du genau. Komm zurück zu uns. Versteh schon. Tut mir leid, das eben. Manchmal wird's bei uns ein bisschen überdramatisch. Aber ich klär das schon. Und du pass auf dich auf, okay? Und, was jetzt? Zurück nach Night City? Ja, ich meine, glaub schon. Ich muss mal ein bisschen nachdenken über alles. Saul, Mitch, sie behandeln dich wie ein Mitglied der Familie. Gib ihnen doch noch eine Chance. So einfach ist das nicht. Ist es in keiner Familie. Sie kommen. Ihr habt eine Minute. Hauen wir ab. Ich verzieh mich auch. Pass auf Scorpions Motorrad auf. Ist jetzt deins. Hey. Wo bin ich? Was ist das hier? Ein Motel, mitten im Nirgendwo. Welches Nirgendwo genau? Spielt keine Rolle. Du wirst hier eh nur in Begleitung rausspazieren. Warum sind wir hier? Ich will über deine kleine Erfindung reden. Den Biochip für Arasaka. Na gut. Aber ich will erst etwas wissen. Du wurdest nicht von Yorinobu Arasaka geschickt. Nein. Das bedeutet, du musst ein Angebot für mich haben. Wenn dein Boss mehr als Kang Tao bezahlt, dann können wir reden. Niemand hat mich geschickt. Ich habe ein Problem und du wirst mir damit helfen. Und was hat das mit dem Biochip zu tun? Ich habe Silverhands Konstrukt in meinem Kopf. Ich verliere buchstäblich meinen Verstand und es wird noch schlimmer werden, wenn ich es nicht entferne. Davon stand nichts auf den Werbeplakaten, nicht mal kleingedruckt. Silverhand? Konstrukt? Das ist unmöglich. Wo hast du diesen Biochip her? Lange Geschichte. Wenn Arasaka mich findet, bin ich tot. Du bist das schon. Es gibt also keinen Grund zur Eile. Und ich bin interessiert. Wirklich. Ich habe ihn Yorinobu Arasaka gestohlen. War ein Job, aber die Klientin hat mich hängen und lassen. Und du dachtest, der beste Aufbewahrungsort wäre dein eigener gottverdammter Kopf? Ehrlich gesagt war die Idee nicht schlecht. Das Konstrukt hat mich rebootet, als sich mein Kopf eine Kugel eingefangen hat. Ich wusste, Yorinobus Plan würde schieflaufen. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ha! Arasakas Premium-Tech hat echt die Straße erreicht. Du musst den Biochip aus meinem System entfernen. So einfach ist das nicht. Komm schon, du hast das Teil gebaut, oder? Also, wo ist das Problem? Wenn du die Wahrheit sagst, dann trägst du eine neue, experimentelle Version des Biochips. Man kann sie nicht einfach rausreißen. Mein Rippermeister. Das einem verfickten Straßendock gezeigt? Wer weiß noch davon? Ich brauchte Hilfe. Oder dachtest du, ein Kang Tao AV abzuschießen, wäre mein erster Gedanke gewesen? Was macht diese Version anders? Ein anderes Engramm? Mit etwas mehr Bewusstsein? Aggressivität? Der Biochip ist das Einzigartige, nicht Silverhands Engramm. Der Vorgänger wurde nur dazu benutzt, mit vorgespeicherten Engrammen zu kommunizieren. Und er war verdammt selten und hat ein Vermögen gekostet. Ja. Der hier ist sogar noch seltener. Er soll ein Engramm in einem neuen Körper installieren und aktivieren. Als ich Arasaka verlassen habe, war das Projekt noch in der Testphase.
Wie genau sollte diese neue Version denn funktionieren? Wolltet ihr, dass das Engramm Leute aus ihrem eigenen Körper schmeißt? Ist der Scheiß beabsichtigt? Während der Tests gingen wir davon aus, dass der Wirt während der Implantation neural unbeteiligt sein würde. Du meinst tot? Ja. Was das, was dir passiert ist, umso interessanter macht. Was kostet die Unsterblichkeit? Wer könnte sich so eine Tech überhaupt leisten? Niemand. Das Modell sollte im Haus bleiben. Die Anfertigung des Prototyps war Saburo Arasakas direkte Order. Er beaufsichtigte das Projekt höchstpersönlich. Also hätte ohne Yorinobu niemand je davon erfahren. Und ohne dich wäre das Projekt nie ein Erfolg geworden. Das ist wahrlich ein Durchbruch. Ja, ja, toll. Deine Tech funktioniert. Jetzt hol sie raus aus mir. Sieh an. Ich muss sie mir erst ansehen. Langsam. Wir kennen uns kaum. So schnell vertraue ich dir nicht. Wie hast du dir das sonst vorgestellt? Wenn du willst, dass ich dir helfe, muss ich dich erst untersuchen. Okay. Unglaublich. Sieht aus, als ob... Kann ich fassen, dass ausgerechnet dieser Anzug uns helfen wird? Oh, verdammt! Beeindruckend, was? Was für ein Jammer, dass ich ihn nicht näher untersuchen kann. Ja, scheiße. Du hättest auch sein Versuchskaninchen sein können. Sag mir, wie ich ihn loswerde. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Dein neurales Netzwerk ist vollständig verkümmert. Ohne den Chip kann es nicht mehr funktionieren. Ich könnte dir allenfalls... Uhu, Zeit zum Falschen, Baby. ...ein gutes Hospiz in Schweden empfehlen. Dort würde man dich durch die letzten Abschnitte begleiten. Die Schmerzen minimieren. Moment, du meintest, das Projekt war in der Testphase. Du weißt also nicht, wie es enden wird? Doch. Ich habe gerade gesehen, wie das Konstrukt dein Gehirn verschlingt. Es ist dazu programmiert, seine neue Umgebung zu dominieren. Um jeden Preis. Und dein kleines Matschhirn ist hilflos dagegen. Also, wird das Engramm früher oder später siegen? Ja. Und von dem, was man sich über Silverhand sagt, scheint das genau sein Stil zu sein. Sieht aus, als wäre ich zu einer Arasaka-Legende aufgestiegen. Was genau geht in meinem Kopf vor? Sag du mir das. Wie ist es so, zwei Persönlichkeiten zu haben? Ist ja nicht so, als würdest du Stimmen hören. Du bist gleichzeitig du selbst und Silverhand. Ich kann ihn sehen und mit ihm reden. Ihr redet nicht, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Hast du bemerkt, wie das Konstrukt auf deine Entscheidungen Einfluss nimmt? Jetzt reicht's aber. Was meine Entscheidungen angeht, ist Johnny nicht mehr als eine Stimme in meinem Kopf. Er mag andere Meinungen haben, aber er hat keine Kontrolle über mich. Stimmt, absolut. Du bist echt ein verdammt sturer Wirt. Keiner von euch gewinnt die Debatte. Die Ansichten verlagern sich nur, langsam aber sicher. Weißt du was? Das reicht jetzt. Willst du nur Zeit schinden? Weil es momentan so klingt, als wolltest du mir erklären, dass du nutzlos bist. Ich meine, in dem Fall kann ich dir einfach ins Hirn schießen und uns beiden Zeit sparen. Na, endlich. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wenn du mit mir zu Kang Tao kommst. Versuchen reicht nicht. Ich glaub fast, du willst dich bei den Chinesen einschleimen. Auf meine Kosten. Weißt du überhaupt, wie viele Daten in deinem Kopf sind? Selbst wenn ich dir nicht helfen kann, muss ich die Daten retten. Ja, fick mich und gib mir Tiernamen. Der Typ hat gerade zugegeben, dass du recht hast. Vergiss Kang Tao. Hast du noch andere Ideen? Wenn du meinst, jemand anders könnte dir helfen, dann könnte ich dir die Blaupausen geben. Vollständige Dokumentation des Projekts. Kang Tao hat mir ein großzügiges Angebot dafür gemacht. Du hast sie bei dir? Muss er ja. Ohne die ist der Flachwichser wertlos. Wie? Takemura? Was macht der hier, verdammt? Er hat selbst noch ein paar Fragen an dich. Wenn du nett bist, rettet er vielleicht sogar deinen Arsch. Ich bin fast fertig. Los, die Blaupausen!
Besser als nichts, sofern wir jemanden finden, der das Tech-Geblubber versteht. Was willst du mit ihm machen? Das weiß ich noch nicht. Meinst du das ernst? Du kennst mich. Ich kann sehr spontan sein. Er gehört ganz dir. Ich lasse euch beide allein. Ich hoffe, wir können uns einig werden. Das ist in deinem besten Interesse. Wie? Das werde ich nicht vergessen. Ach, diese Hitze. Die Kehle ist ganz ausgetrocknet. Nicht mal ein Glas Wasser. Scheiße. Zieh dir das hier mal rein. Unmenschlich. So bin ich nicht. Das wirst du noch. Ach. Kommst du einmal rein. Ach, diese Wichser! Und du bist echt paranoid. Siehst du denn nicht, wie die Konzerne unsere Welt Stück für Stück zerstören? So blind kann doch keiner sein. Was immer du sagen willst, sag's. Dir frisst doch was am Kot. Das merke ich. Ich wüsste gerne, wie du tickst, damit ich weiß, mit wem ich's zu tun habe. Erst dachte ich, du hattest einfach nur Pech. Aber jetzt weiß ich, was dein eigentliches Problem ist. Du bist ein Junge aus Haywood, der seinen Block für eine bessere Zukunft verlassen hat. Und jetzt tust du nichts anderes, als für ein paar Annie Scaffs zu jagen. Du bist so ein Arschloch. Und du ein Haufen Scheiße. Vielleicht passen wir doch ganz gut zusammen. Du weißt ja viel über meine Vergangenheit. Naja, ich sehe Bilder aus deiner Vergangenheit. Genau wie du aus meiner. Ich habe echt Angst davor, deine Erinnerungen irgendwann für meine zu halten. Scheiße. Wenn das in beide Richtungen geht, werde ich damit leben müssen, dass mich der große Dexter Deshawn gefickt hat. Werde ich denn was merken? Oder wird es eher so, dass ich mich frage, wovor ich eigentlich Angst hatte? Du verlierst dich selbst. Mehr weiß ich nicht. Das Schlimmste, was ein Mensch erleben kann. Wie lebt es sich so in meiner Haut? Naja, das meiste ist entweder zu groß oder zu klein. Und deine Hormone sind ein Albtraum. Außerdem nervt die Verzögerung zwischen Sehen und Fühlen. Wenn du von der Pizza abbeißt, merke ich erst nach Ewigkeiten, dass du dich verbrannt hast. Und ich habe früher keine 5 Minuten ohne Zigarette überlebt. Ich brauche echt Nikotin. Glaube, ich gewöhne mich langsam dran. Aber toll ist anders. Sag mir doch einfach, was du willst. Was du wirklich willst. Hilf mir einfach, meine Rechnung mit Arasaka zu begleichen. Das ist alles. Du willst Arasaka zerstören und begraben. Ich will alles. Nur nicht unter die Erde. Wir haben beide unsere Ziele. Und sie passen gut zusammen. Du brauchst Mikoshi, um dein Leben zu retten. Ist das erstmal erledigt, mache ich den Laden platt. Wo wir wieder bei deinem Kreuzzug gegen Mikoshi und das System wären. Okay, ich sag dir, warum ich Arasaka stürzen will. Aber nur einmal. Willst du es hören? Schieß los. Ich habe erlebt, wie Konzerne den Bauern Wasser und Land geklaut haben. Ich musste mit ansehen, wie sie Night City in einen hoffnungslosen Ort voller zerstörter Träume und leerer Taschen verwandelt haben. Konzerne kontrollieren uns, nehmen sich, was sie wollen. Neuerdings sogar unsere Seelen. Hast wohl recht, da kann ich nicht widersprechen. Wie? Ich erkläre doch keinen Krieg, weil mir der Kapitalismus auf den Sack geht. Oder ich längst vergessenen Zeiten nachweine. Dieser Krieg ist ein Bürgerkrieg gegen ein System, das außer Kontrolle geraten ist. Ein Kampf gegen das ganze Scheißsystem der Entropie. Kapierst du's nicht? Ich tu, was sein muss, um die aufzuhalten. Wenn ich töten muss, töte ich. Und wenn ich deinen Körper brauche, nehme ich ihn mir, verdammt nochmal. Scheiße, verdammte, verfickte Scheiße. Du kapierst es nicht. Aber das wirst du noch.